Janik, das Tor 2:0 gemacht, gut hinten reingelegt. Dein erstes Mal Hannover 96, wie fühlt es sich an? Ja, super. Ich habe lange genug drauf warten müssen. Heute hat es jetzt endlich funktioniert und heute konnte ich den Fans auch endlich mal mein Torjubel zeigen. War lange genug geübt in der Jugend und heute ist das erste Mal bei 96. Ja, das war ein Big Block, den du da hingelegt hast. Wie kommt es, dass du hast irgendwie schon mal in der Richtung was geübt hast und dass du so einen Big Block aber auspackst? Ja, ich war früher so zwischen Tennis, Fußball und Bodentouren bzw. allgemeinen Touren. Habe mich dann für den Fußball entschieden als Mannschaftssport. Und deshalb ist es noch so ein bisschen Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, ich konnte es leider nicht so oft üben. Aber früher im Garten habe ich das oft üben können und heute dann nicht sein können. Sehr schön. Wie belohnt du dich dann heute Abend? Das ist Ostersonntag. Ach, ganz entspannt. Wir fahren nach Hause. Ich glaube, morgen ist dann relativ entspannt. Wir gucken nochmal das Spiel an. Ich glaube, mit dem 3:0 ist es dann gerade nach den 4 sieglosen Spielen wieder ein bisschen einfacher. Aber es passiert nichts Großes. Danke für die Einladung. Danke.